Russland TV. Russland hören und sehen. Unterhaltungsprogramme während dem Flug haben alle Airlines. Aber nicht solche wie die russische Avianova Entertainment. Hier gibt es keine Filme und kein Bordessen, aber dafür ein Live-Konzert über den Wolken. Bereits 20 Auftritte fanden auf den Bühnen des Billigfliegers statt. Bands, die gut ankommen, erhalten als Gage Freiflüge. Bereits 250 Formationen haben sich für die Gigs schon beworben. Ich mache das, weil ich eine Abenteurerin bin. Ich habe noch nie vorher 10.000 Meter über der Erde gesungen. Ich bin sehr gespannt, wie sich das anfühlen wird. Fliegen wie ein Vogel und während des Flugs singen. Die Passagiere erfahren vor dem Flug nichts darüber, was ihnen genau bevorsteht. So ist das Publikum der Formationen bunt gemischt. Hat mir sehr gut gefallen, war super. Das hat mich nicht gestört, im Gegenteil, hat das richtig Spaß gemacht. Es war ein bisschen leise, weil wir zu weit hinten saßen. Es wäre besser gewesen, wenn sie auch Lieder für Ältere gehabt hätten. Und auf Russisch. Damit wir mitsingen können. Für den breiten Geschmack sind Heavy-Metal-Bands und Punkrock ausgeschlossen. Das bedeutet aber nicht, dass es nichts Außergewöhnliches gibt. Hier hören wir gerade die russische Nationalhymne rückwärts. Na, haben Sie das Lied erkannt? Wenn nicht, jetzt mal rückwärts abgespielt. Entstanden sind die Flugzeugkonzerte über einen Zufall. Die Billig-Airline hatte einige Sitzreihen demontiert, um einen